Einen wunderschönen. Heute mal mit so ein paar Tipps und Tricks, wie man vielleicht unerwünschte Sachen aus dem Bild entfernen kann. Wie beispielsweise, wenn man jetzt sich hier einfach nur den roten Kratzer oder die Farbe nehmen würde. Vorab meine persönliche Empfehlung, einmal wieder generell anpassen. Also schon mal die groben Voreinstellungen. Dann haben wir hier an der Seite einmal entfernen. Alternativ geht auch Shortcut H. Haben dann hier oben einmal entfernen, reparieren, kopieren und einmal rote Augen entfernen. Brauchen wir hier jetzt nicht die roten Augen. Wir bleiben bei entfernen. Selbes Spiel wie beim letzten Mal. Mit Mausrad können wir das Ganze groß und klein ziehen. Wir passen das jetzt hier mal ein bisschen drauf an. Und es wird entfernt. Dementsprechend wird einfach aus dem Farbschema darum das Ganze darüber gelegt. Ich mache sowas ganz gerne mal bei irgendwelchen Shade-On-Reinheiten. Oder wenn irgendwas nicht ganz so aussieht, wie es gewollt ist. Bei sowas zum Beispiel geht das auch noch mit. Ist aber natürlich bei ihr jetzt gerade in dem Sinne gewollt. Geht natürlich aber auch, sage ich mal, bei Sachen im Hintergrund. Wie gesagt, wieder Schema F. Einmal Farbkorrektur machen und entfernen. An sich bei ihrem Cosplay per se habe ich hier auf dem Bild jetzt nichts. Hier jetzt mal der Hintergrund. Das gute Stück geht tatsächlich noch, das kann man noch entfernen. Dementsprechend auch wieder einmal vernünftig einkreisen. Analyse läuft und es ist weg. Vielleicht nicht hundertprozentig, aber auf und der Ziegelsteine passt das tatsächlich. Das gute Stück hier im Hintergrund ist tatsächlich zu groß. Klar, man kann das jetzt auch einmal markieren, damit du siehst, was ich meine. Dauert dann dementsprechend ein bisschen länger. Ist zwar weg, aber nicht unbedingt, wie ich persönlich finde, nicht ganz optimal. Dementsprechend am besten sowas immer schon direkt rausnehmen, beziehungsweise kann man ja auch einfach das Ganze kleiner machen. Tada! Aber dementsprechend, was man entfernen kann, habt ihr nun gesehen. Ich würde mich freuen, wenn du einen netten Kommentar da lässt auf dem Weg dahin. Dem Video noch einen Daumen hoch gibst und in meiner Infobox sind noch meine Social Media Kanäle. Wir sehen uns aber beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.